ja schon Flüchtlinge geredet. Waarvoor? Niet voor Lisbeth. Niet voor haar absurde eis, haar sarcasme, haar voortdurende streven naar dominantie en controle. Niet voor haar verbale superioriteit, haar tirades, haar monologen. Niet voor de ruzies, de moeilijkheden, de problemen. Nee, daarvoor niet. Wat is er in godsnaam met jou gebeurd? Hé. Hey. Ja, ich meine, genau so hat es sich halt auch angefühlt. So. Ich war eigentlich auch ganz froh, dass es so war, wie es war. Keine großen Gefühle. Kein Drama. Nicht so wie bei mir, hä? Huh? Remy, was soll denn das jetzt? Du nimmst halt alles immer ziemlich ernst. Du magst es lieber unverbindlich. Ach, bist du eifersüchtig? Nee, schon lange nicht mehr. Eifersucht, das ist doch nur Selbsthass. Wow, was für eine Erkenntnis. Nur leider ein bisschen spät. Du bist dran. Ich mag nicht mehr. Wie, du magst nicht mehr? Hey, das war der Deal, komm! Lass mich. Ich kann nicht. Sag mal, kenn ich ihn? Dylan! Wie machst du das? Was? Dass du immer alles über mich weißt, ist furchtbar. Und? Wie war's mit Dylan? Habt ihr schön gefickt? Hm? Es wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn er anders gerochen hätte. Ja, ich meine, er hat nicht gestunken oder so. Ich machte nur einfach seinen Geruch nicht. Hättest du ihm vielleicht ein bisschen was von meinem Aftershave abgeben sollen? Der 13. Das ist doch diese Selma Çelik, die türkischen Schwestern. Na, der werde ich was erzählen. Ah, Markusen. Gut, dass ich Sie hier treffe. Mir ist eben gerade was Blödes passiert. Morgen, junge Frau. Gut, dass ich Sie treffe. Sie sind nämlich mit dem Treppenhaus und der Einfahrt dran. Aber das scheint Sie ja nicht zu kümmern. Seit Ihre Schwester hier wohnt, ist... Markusen, ich weiß, ich wollte das heute Abend machen, wirklich. Aber gerade habe ich so viel um die Ohren und dann habe ich eine Prüfung in der Schule und jetzt habe ich mich auch noch ausgesperrt. Herr Markusen, ich weiß nicht, machen soll. Tür zu und Schlüssel drin? Ja. Na, das kann ja nur heute passieren. Wieso? Na, heute ist doch Freitag der 13. Nee, heute ist Donnerstag. Hm? Komisch. Ich hätte geschworen, dass heute Freitag der 13. ist. Ich muss jetzt los. Herr Markusen, helfen Sie mir? Bitte. Wenn Sie mich so nett fragen, kann ich ja nicht Nein sagen. Danke, Herr Markusen. Ich muss jetzt los. Ich bin um 7 Uhr wieder zurück. Melde mich dann. Ja. An der muss dringend ruhig gekehrt werden. Dafür müssten die Sachen weg. Ob sie wohl so nett wären? Ich kann gerade schlecht. Toni, ja. Seit wann sitzt du im Rollstuhl? Ein Rollstuhl? Ich wusste nicht, dass... Ich muss weiterarbeiten. Du wohnst unter einem der schönsten Dächer Hamburgs. Die Stadt der Hafen, das liegt dir ja alles zu Füßen. Du musst mal raus aus diesem Keller. Nein, Philipp! Da schlagen wir lieber dir die Weite der Wind. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Und außerdem mit einem Schornsteinfeger an deiner Seite kann dir nichts passieren. Guck mal, die Schwimmhalle. Ich bin jeden Abend da. Nicht immer noch. Was ist aus deinem Olympiatraum geworden? Aber ich bin nur Star gegangen. Lass uns mal wieder zusammen hingehen.